Also ich hatte jetzt hier Ambiente-Licht. Ja. Wir hatten die Einstellung vom Bildschirm. Und wenn ich jetzt weiter gucke, ist mir das aufgefallen. Mercedes Me und Apps. Ja. Das interessiert mich. Sehr gut. Ist eine geile Funktion, relativ neu, was wir da jetzt beim MBUX sowieso komplett neu dabei haben. Wir haben als eigene Kachel dieses Mercedes Me. Mercedes Me ist im Prinzip unsere Dienstleistungsmarke von Mercedes-Benz. Ja? Mhm. Und darüber werden ganz viele verschiedene Dienste in den Fahrzeugen zum Beispiel mit abgebildet. Also ich klicke jetzt mal drauf. Klickst mal drauf, an. Genau, und guckst mal, was du da alles findest. Also Café, Hotel. Genau. Cool. Ja, das sind verschiedene Apps. Ja, da kannst du sagen, okay, ich habe Hunger. Beispielsweise, dann kannst du dich hin navigieren lassen, kannst die Restaurants raussuchen, was auch immer. Okay. Also das ist quasi wie meine Sekretärin mobil. So ist es, genau so ist es. Okay, ich habe es jetzt hier drauf im Auto. Wie sieht es aus, Apps, Handy? Haben wir auch was? Du darfst mal kurz mein Handy nehmen. Guckst mal in die App rein, die müsste geöffnet sein. Und da findest du beispielsweise jetzt von mir die E-Klasse momentan, einen Dienstwagen von mir, den ich momentan fahre. Und da beispielsweise ist es so, da findest du in dieser App sämtliche Fahrzeugfunktionen, sämtliche Statuse. Wo ist das Fahrzeug gerade geparkt? Fahrzeugstand. Ich sehe es ja, Kilometerstand sehe ich hier, Reichweite, Schiebedach, Fahrzeug verriegelt. Genau. Du könntest ich klicke jetzt einmal mal hier so ein bisschen durch. Genau, du könntest es auch noch verriegeln ohne Schlüssel. Das heißt, ich sehe es gerade. Genau, wenn du es vergessen hättest zu schließen beispielsweise, hast du irgendwo ein Treffen mit einer Freundin oder sowas oder wir gehen irgendwo Eis essen oder was weiß ich, Pizza essen oder so. Dann also jetzt hier zum Beispiel Fenster geschlossen oder Fahrzeug verriegelt. Genau. Das heißt, ich kann, also mir geht es ja oft so, ich denke mir, habe ich jetzt Auto abgeschlossen, habe ich es nicht abgeschlossen. Das kann ich jetzt alles über mein Handy machen. Genau, und selber hier drinne. Gibt es halt auch noch eine geile Funktion, die finde ich zum Beispiel überragend, in der Navigation selber drin. In der Anzeige sind verschiedene Tankstellen angezeigt. Ne? Das brauchen ja immer Sprit, hier auch für das Auto. Nicht nur für uns Wochenends, sondern auch mal hier, das Auto braucht Sprit. Und da ist es so, dass wir hier sämtliche Anzeigen haben von den verschiedenen Tankstellen. Die Shell, die Archer beispielsweise, die wir hier gerade in Aschaffenburg haben. Mhm. Und da sehen wir sämtliche Tankstellenpreise, immer aktuell. Und immer auf das Auto, was wir gerade fahren. Jetzt fahren wir hier einen Diesel, also würde mir die Shell, die Aral, die Archer beispielsweise immer die aktuellen Tankstellenpreise anzeigen. Das macht mir alles dieses System. Genau. Und das läuft alles im Hintergrund über Mercedes Me. Das schalte ich einmal darüber frei und dann spielt er das hier rein. Genauso wie er das in die App reinspiegelt, spiele das hier in die Navigation mit den Tankstellenpreisen. Die Apps werden freigeschaltet. Und das läuft alles. Das sind alles Dienste, die über Mercedes Me laufen. Das heißt, ich habe eigentlich mit meinem Handy auch mein Auto immer bei mir. So ist es. Mehr oder weniger. So kannst du dir das relativ simpel und aber einfach merken. Hammer. Richtig gut. Gibt es noch sehr, sehr viele verschiedene Dienste. Mittlerweile haben wir knapp 50 verschiedene Dienste. Und wir haben jetzt mal hier gerade 5 Stück durchgesprochen oder 4 Stück. Mhm. Oder beziehungsweise mal gezeigt. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch fahren. Dann machen wir das doch. Dann halten wir einmal an. Und dann steigen wir einmal kurz aus. Und du und ich tauschen einmal den Platz. Ja,